Ich will mein Leben verbessern und ich möchte zufriedener werden. Guten Morgen! Was kannst du tun, um dein Leben zu verbessern? Wie kannst du Depressionen, Ängste und Unzufriedenheit an den Kragen gehen? Denn diese Dinge sind oftmals nur die logische Konsequenz einer unnatürlichen Lebensführung. Also einer Lebensführung, die nicht von der Natur für euch konzipiert wurde. Siehe dazu auch mein Video, warum Leid gut ist, oben in den Infokarten. Nun steht man da, weiß, irgendwas läuft im Leben falsch oder sagen wir mal nicht optimal, und nun beginnt das Rätselraten. Die Kraft einfach zu kündigen und irgendwo komplett neu anzufangen, das haben dabei nur die wenigsten. Und daher möchte ich heute mich an die Menschen wenden, die merken, dass sie unzufrieden sind, eventuell auch mit der Arbeit oder der Arbeitslosigkeit, aber trotzdem ihr Leben verbessern wollen, ohne direkt komplett ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Und dabei ist bei den meisten Menschen der berufliche Alltag assoziiert, den lasse ich heute mal unangetastet. Also ihr dürft weiter euren Beruf haben, ihr dürft weiter arbeitslos bleiben und ihr werdet trotzdem glücklich, zumindest ihr werdet glücklicher, nachdem ihr das Video angeschaut habt. Ich möchte 3 Dinge vorstellen, die du wirklich sofort umsetzen kannst und die dir deine Lebensqualität verbessern werden. Der erste Punkt, das ist die Ernährung. Egal was für einen Job du hast, ob du studierst, in einer Ausbildung bist oder eben arbeitslos, du kannst deine Ernährung, also das, aus was du zum großen Teil bestehst, das kannst du ändern. Wenn du Nahrung aufnimmst, die friedlich ist und nicht den Tod und das Leid von Menschen oder Tieren beinhaltet, dann wirst du auch friedlicher. Das klingt total spirituell, es klingt teilweise esoterisch, aber es ist so. Ich habe es selber festgestellt. Schaut euch mein Tagebuch an von Tag 1, ihr werdet das feststellen. Das bedeutet, suche dir deine Nahrung viel selektiver aus. Das bedeutet nicht, dass sie unbedingt teurer sein muss. Also ihr müsst jetzt nur noch die Bio- und die Lebe-Gesund-Produkte kaufen und sonst nichts. Ne? Siehe dazu auch mein Buch Vegane Welt mit wenig Geld. Ich verlinke das euch oben und auch unten in der Infobox ist das zu finden. Aber du musst über die Ernährung bewusst werden. Du musst ganz selektiv entscheiden, was du isst. Du musst nachdenken, bevor du isst. Die Ernährung, ich wiederhole mich da gerne, das ist, ja, das ist die Energie, die sich zu deinem Körper transformiert. Du bist das, was du isst. Nicht nur, aber in großen Teilen. Zum Umstieg einfach YouTube als Inspiration nutzen oder ein gutes Einstiegsbuch wählen. Viele lesen ja viel lieber, als dass sie Videos schauen. Für die Umstellung auf vegan oder auf die Umstellung auf Rohkost habe ich euch jeweils das aus meiner Sicht beste Buch, was ich bisher gelesen habe, verlinkt. Also der erste Punkt. Die Ernährung, die Verlinkung ist natürlich unten in der Infobox. Das habe ich nämlich festgestellt. Wenn ich Verlinkungen hier in dem Kasten mache, dann sehen das die Leute nicht, als die ein Handy haben oder ein Pad, und das werden immer mehr. Von daher sind die Verlinkungen eigentlich immer unten in der Infobox. Die Infobox ist unten, was drunter steht, und die Infokarten, das ist was hier oben ist. Da müsst ihr noch extra draufklicken, glaube ich. Nur mal so zur Info. Also erstens die Ernährung könnt ihr sofort umstellen. Sofort heute nach dem Video könnt ihr die Ernährung umstellen und ihr werdet glücklicher. Ihr werdet glücklicher durch die Ernährung. Wenn es eine Ernährung ist, die eben auch das Glück enthält, und Leid ist keine Teilmenge von Glück. Okay, zweitens, das soziale Umfeld. Noch nie war es einfacher, sein soziales Umfeld zu ändern. Du kannst dich im Internet mit anderen Menschen schneller verbinden als jemals zuvor. Egal ob du in deiner Stadt nach neuen sozialen Kontakten suchst oder auch bundesweit. Lerne Menschen kennen, die ähnlich ticken wie du. YouTube, Facebook und andere soziale Netzwerke machen es dir so leicht wie noch nie. Dazu noch die Fernbuspreise, wo man sogar seine CO2-Emissionen wie bei Mein Fernbus zum Beispiel direkt für ein paar Cent bezahlen kann und so auch da relativ friedlich unterwegs sein kann, zufrieden unterwegs sein kann. Da kann ich alle Strecken laufen. Einfach sich neu connecten. Ein neues soziales Netz aufbauen. Das alte kann man ja noch behalten. Die Frage ist, ob man es dann irgendwann dann noch behalten will, wenn man sich das neue soziale Netz wirklich aufgebaut hat. Lernt neue Menschen kennenlernen. Das ist so einfach. Es gibt bei Facebook ständig Events, sicher auch in eurer Nähe. Und auch wenn ihr schüchtern seid, ich erinnere mich da immer noch ans Rohkostpotluck, an die verschiedenen Menschen, die vorher gesagt haben, oh Rohkostpotluck, ich bin zu schüchtern. Und dann waren die Menschen da und sie haben sich so wohl gefühlt. Sucht euch Events in eurer Nähe und schaut, was da geht. Und wenn ihr ganz sicher sein wollt, dann kommt nach Leipzig zum Rohkostpotluck. Wenn denn das eure Interessen dann widerspiegelt, das ist ja jetzt nur ganz, sag ich mal, von der Ernährung her was spezielles Klientel. Aber es geht ja nicht nur bei den Rohkostpotlucks um Ernährung, aber ich will jetzt gar nicht keinen Rohkost
Potluck-Werbevideo machen. Aber ich wollte damit nur sagen, wenn ihr schüchtern seid, kommt zuerst mal zum Rohkost-Potluck. Da tun wir euch ein bisschen aufbauen und dann könnt ihr euer soziales Netz gründen. Na? Ja, also soziale Connections. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn das soziale Umfeld sich geändert hat, dann ändert ihr euch automatisch mit. Na, da könnt ihr gar nichts dran ändern. Und das Tolle daran ist, ihr könnt im Vorfeld sogar recht klar bestimmen, wie ihr euch ändern wollt. Ne? Wollt ihr friedlicher und freundlicher werden? Ja, dann connectet euch mit entsprechenden Menschen, die friedlich und freundlich sind. Wie zum Beispiel die Veganer oder die Rohköstler. Mal abgesehen vielleicht von dieser Tierschutzbewegung, wo, aber wenn ihr das wollt, ne, ihr wollt vielleicht aggressiver vor eure Ideale eintreten, dann connectet euch mit diesen Menschen. Ne? Soziales Umfeld, eine wunderbare Sache, um sein Leben neu zu gestalten und zu verbessern. Also erstens Ernährung ändern, zweitens soziales Umfeld und drittens Minimalismus. Gestaltet euer Leben bewusster im Konsum, im Haushalt. Es ist so befreiend und so einfach umzusetzen. Ich habe ja das Thema schon etliche Male thematisiert, verlinke euch oben sicherlich das ein oder andere Minimalismus Video von mir. Und ja, aber so langsam, das ist auch ein Prozess, ne? Ich wagere mich jetzt so langsam auch an die etwas größeren Stücke. Derzeit sucht mein E-Piano einen neuen Besitzer. Ich spiele viel zu selten und es nimmt einfach viel zu viel Platz weg. Ich lebe in einer 28 Quadratmeter Wohnung und da ist jeder Platz kostbar und entsprechend mein E-Piano geht weg. Ne? Den Link zur eBay Kleinanzeige, den findet ihr unten in der Infobox, falls ihr mein E-Piano haben möchtet. Ja, also einfach mal den Haushalt ausmüllen und euch von Dingen lösen, die ihr wirklich nicht mehr braucht. Da sind auch immer wieder Verpflichtungen, Besitz verpflichtet. Video oben. Bücher aussortieren, einfach die ISBN-Nummern bei Rebuy oder bei Murmox, auch die Links werdet ihr unten in der Infobox finden, einfach eingeben und das Paket noch kostenlos abholen lassen. Ne? Ihr müsst die Bücher nur rausnehmen und im Internet die Nummern eingeben und draufklicken und dann ist wieder Platz frei. Es muss nicht immer so viel sein, gerade am Anfang, aber wenn ihr einmal da von dem Nektar gekostet habt, diese Befreiung durch den Minimalismus, dann werdet ihr automatisch immer weitermachen. Und deswegen, also Minimalismus führt wirklich auch bei jedem Menschen, deswegen auch der Tipp, führt wirklich bei jedem Menschen zu einem besseren Leben. Da könnt ihr auch nichts daran falsch machen. Aber denkt daran, ganz wichtig, Minimalismus bedeutet nicht so wenig wie möglich, weil dann kann man wirklich einiges falsch machen, sondern so wenig wie nötig. Das ist wichtig. Ne? Was ihr nicht braucht, was ihr nicht wirklich braucht, weg. Und das macht euch glücklicher. Aus meiner Sicht, wenn man sein Leben ändern möchte, nicht aber seine berufliche Situation, sind das die Top 3. Also die Ernährung, die sozialen Kontakte und der Minimalismus. Habt ihr noch weitere Vorschläge, wie man ohne Berufswechsel sein Leben verbessern kann? Ach, einen Vorschlag habe ich noch. Unbedingt meinen Kanal abonnieren. Also dann, bis morgen, man sieht sich in den Kommentaren oder eben dann in dem morgigen Video. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.